Hey Internet und YouTube, back in the business. Und ich habe mir überlegt, hier kommt noch ein Bild her. Was bin ich im Kaufmodus? Exakt, ich kenne mich aus. Ich habe hier gerade 62 Lebenspunkte, weil ich so ein Sims 3 Profi stand da. Wirklich, ihr glaubt mir nicht. Ihr habt viel mehr Punkte, lasst mich doch einfach nur in Ruhe. So, was habe ich hier? Hier passt noch wunderbar ein Bild hin, dass ich mir mal nicht so knausrig, weil dann gehen wir voll hier Umgebung 6. 800 Punkte. Dollar. Holy shit, Coins, Münzen, 800. Nee, das ist, wir wollen es nicht übertreiben hier. Was ist das? Unbekümmertheit Nummer 2. Oh Mann, warum ist denn das so teuer, der Mist? 500? Da ist wenigstens noch 2. Oh, Umgebung, wartet. Umgebung 5? Wo ist auch Umgebung? Ja gut, 500 ist eine gerade Zahl, okay? Welches gefällt mir? Gar keins. Hier ist auch 5, sogar ein 20 günstiger. 4. Aber das sieht besser aus, oder? Na wegen 40 Ding, ach komm her mit dem. Hier hin? Oder hier übers Essensding. So. Okay, wunderbar, das ist ja exzellent. Ja, jetzt müssen aber alle wieder arbeiten gehen. Ordentlich, möchte ich sagen. Das gibt eine Überraschung. Ob die sich wundern werden, wer zum Henker hier umgebaut hat, während die arbeiten waren? Was ist das? Also, wusste ich. Kann ich hier ein Auto kaufen irgendwann mal? Werde ich mir nie leisten können. Gut. Was ist das hier? Warum, was ist das? Ist das ein Muster oder? Ich verstehe es nicht. Wieso? Das war nicht ich. Habe ich das gebaut? Nee. Wo ist Lulu? Lulu! Bedürfnisse. Handtrank. Ja gut, du kannst ja wohl hier... Kann ich ein Klo kaufen? Nein. Kannst du hier auf die Toilette gehen? Kannst du das lernen? Kann ich hier ein Treppchen bauen? Du hast doch hier Blumen. Hier, piesel die Blumen an. Ja, irgendwie wirst du schon... Oh, du machst es schon. Das ist aber eine ganz schöne Entfernung, mein Freund. Wie hast du denn das angestellt? Wie kannst du... Der Regen spült es nicht weg. Diese Lulu ist aus ganz schön hartem Material, du. Der Abfang... Mann. Wo sind meine Arbeiter? Wo bist du? Oh shit, er hat keine Energie. Aber... Okay. Hast du einen neuen Wunsch? Okay, wunderbar. Du bist noch immer hier mit Madison. Ich will sie ja anrufen, aber da ist nichts. Keine Option. Und sie? Oh Gott, sie stirbt mir weg. Oh, weißt du was? Hör auf zu arbeiten und geh essen. Wie wär's denn mit der Idee? Normaler Betrieb. Nee, mach es ein bisschen ruhiger jetzt. Du bist völlig überarbeitet. Und geh ins Krankenhaus. Imbiss. Weißt du was? Gastronomie, Drinks holen. Geh mal hier essen. Geh hier essen. Nein, Jesus Christ. Geh einfach hier essen. Alleine, denk nach über deine Zukunft. Du bist völlig, oh Gott, wirst du mir abkratzen, wenn die Energie fertig ist? Nach Hause gehen. Musst du irgendwas tun gerade? Am Unterricht teilnehmen. Okay, du bist noch in der Schule. Rumgammeln? Geduscht hat er auch nicht. Im Unterricht schlafen? Schlafen im Unterricht ist zwar nicht gerade lernfördernd, aber okay. Weißt du was, wir pennen mal kurz, oder? Jetzt kannst du dich ohnehin nicht konzentrieren. Und hier waren wir am Wettessen, das verzichten wir mal hier. Du bist... Oh, ihr geht's gut. Mit Ekelbatz plaudern ist super, können wir kochen. Wie kann ich das jetzt noch machen? Gibt's hier eine Bibliothek? Wissen wir auch nicht. Ich weiß gar nichts. Bistro? Nein, das ist was anderes. Bibliothek. Ja, aber hier ist eine Bibliothek. Kann ich hier in dieser Bibliothek irgendwas Kunststück kaufen? 129. Wer will denn? Warte. Taschendieb. Herbert, der Taschendieb. Ah ne, Ziel. Um deine Jobleistung mit unserem Boss zu verbessern. Verbessere Jobleistung, verbessere Beziehung. Jo, klar. Taschendieb. Geldbörsen in greifbarer Nähe. Perfekt. Perfektissimo. Also was, ich will, dass ich nach Hause komme. Wo ist hier? Komm, machen wir hier.
Komm, Gas geben. Oh, wer ist hier? Wer ist hier zu Hause? Ey, die Putzen. Oh, Jesus Christ. Na, was sagst du dazu? Du schläfst im Smoking? Du schläfst im Smoking? Bist du bekloppt? Oh, Peggy hat 160 verdient. Wahnsinn, das verdienen manche in einer halben Stunde. Ich meine, warum schläfst du im Anzug? Achso, er ist wahnsinnig. Ja, das erklärt einiges. Natürlich. Okay, mit dem kann ich überhaupt nichts mehr anfangen, also, oder? Na gut. Wo sind die anderen? Kommt nach Hause. Wir haben. Oh, was war das für ein Geräusch? Ah, dieser Ice Cream Man oder was? Was? Wieso parkt der hier immer? Ich fühle mich belästigt. Warte mal. Du bist zu Hause. Kannst du das hier aufräumen, mein Freund? Nicht nochmal lesen. Kannst du das nicht einfach? Herbert sieht aus wie Breaking Bad. Hier, Recycling. Ich will ihn weglegen. Mach hier was. Ermäßigte Kurse. Lesen, Recycling, Job. Du könntest dir einen Job suchen nebenbei eigentlich. Damit wir mehr Bilder aufhängen können. Verstehst du? Aber jetzt schläft er. Jetzt arbeitet er wieder nicht. Meine Güte. Kann ich ihm nicht sagen, er soll einfach aufstehen? Okay, perfekt. Wer ist auch hier? Halleluja. Okay, wie geht's? Ja, was soll es? Ich weiß nicht, warum der nichts macht. Aber wenn ich einer, der hier arbeitet, legt es weg. Aufräumen. Sagen. So, schaut jetzt alle Fernsehen. Peggy, einschalten. Fernsehen, was ist der Unterschied? Trainieren. Fernsehen? Kann ich mir noch was ein? Und nur einschalten. Was zum Teufel? Oh yeah. Was ist das jetzt? Umschalten auf. Gartensport, Sport, Universum, rannenden Herd. Aha. Lern kochen, Baby. Sorry. Mama. Peggy. Ja, super. Endlich, wir haben eine Beschäftigung, wir müssen nicht mehr miteinander reden. Und auch nicht mehr miteinander essen und Fernsehen. Oh, Jesus Christ, was ist mit deinem Handy? Oh Gott, also, hey, es klingelt. Geh doch ran, warum gehst du nicht von selber ran? Bist du so blöd? Jesus Christ, es klingelt im Handy, aber er geht nicht ran. Anruf ignorieren. Wo? Rangehen. Meine Güte, warum gehst du nicht selber an dein Handy? Versteht doch kein Mensch. So, schmeiß weg und jetzt gehst du an dein Handy, right? Das war super, er starrt den Mistkübel an. Wird unterhalten. Hör mal, du bist jetzt nicht prächtig und vergisst den Alltagsstress. Von was? Weil du den Mistkübel weggeräumt hast. Kann doch nicht wahr sein. Du lernst? Willst du auch Fernsehen? Muss ich dich extra beklicken? Oder Sender ansehen, ran an den Herd? Das interessiert dich nicht, oder? Oder können sie gemeinsam schauen? Ah, was? Du bist glücklich, dir geht's gut. Oh, wow, was ist denn hier los? Die Laune ist aber hier prächtig. Dreckige Umgebung. Oh, wenn ich gerade hier, ja, dann. Ich hätte dich auf. Oh, shit. Was kann ich denn hier? Shit. Ist aber so schrecklich, schaut sie jetzt nicht aus, oder? Duschen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier sauber machen könnte. Von daher ist im Moment alles gut. Ihr versteht euch prächtig? Na, das ist super, die Zerstörung. Ja gut, dann hat er hier noch was. Was haben wir hier? Gemütlich? Jetzt gut. Bestnote in der Schule erhalten. I don't know, was ist hier? Okay, das ist eine super einfache Aufgabe. Das macht uns glücklich. Was haben wir hier noch? Peggy, das wird nichts. Das wird aber nichts mit dir. Oh Mann. Oh, mit Ekelplatz. Ekelplatz. Geschirrspülen? Ich habe kein Geschirr. Gemälde. Hey, na, no, ich hab doch. Aber dann kriege ich 500 Punkte. Aber ich bin doch eh voll jetzt, oder? Kann ich mir das einfach für später aufheben? Quasi. Jemand kennenlernen. Peggy, das wird nichts. Ich hab's versucht. Peggy.
Und hier, ich will Madison anrufen. Kann ich das von deinem Handy für morgen verabreden? Ich versuche es jetzt noch einmal. Ich will um Verabredung bitten. Aber es hier ist, ich kenne niemanden, es steht gleich, ich kenne niemanden, der kennt niemanden gut genug, um auf ein Grundstück einzuladen. Ich verstehe es nicht, was ist hier mit Madison? Ich bin doch voll gut mit der. Ich muss Partys machen, wie soll ich jetzt jemanden zu mir nach Hause einladen? Meine Güte. Sim anrufen. Kann ich einfach plaudern? Okay, plaudern. Madison. Ich will eigentlich nichts, aber jetzt habe ich schon so lange mit Madison herumgetan. Was schaust du hier? Noch immer. Tegenab. Hast du auch diesen schönen roten Lippenstift an, den ich heute anhabe? Um was plaudert ihr jetzt? Warum soll man jemanden anrufen, um zu plaudern? Ich habe hier eine mit Treffen, okay. Erste Verabredung, das würde mir tausend... Das Ding würde explodieren hier, das passt alles zusammen. Mit Peggy sprechen ist völlig uninteressant. Und dann küssen wir uns. Was? Warum müssen wir quatschen? Warum treffen wir uns nicht für eine Verabredung und reden dort miteinander? Ihr habt doch eh nichts zu besprechen, richtig? Ich bin ein Gangster, der mit einem roten Lippenstift und barfuß herumgeht. Das ist alles. Was ist hier? Ob sie es versteht? Sie sieht nicht so aus, als würde sie verstehen, was hier abgeht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie versteht kein Wort. Ah, wo ist mein Fernseher hier? Warte, was ist das? Was ist denn wegstellen, aufräumen? Oh, du könntest aufräumen. Das wäre doch Geschirr spülen, oder? Ein Wecker? Wann habe ich das zubereitet jetzt? Was zum Henker? Peggy sieht sich eine Kochschau an und plötzlich steht hier Apfelpfannkuchen. Holy shit. Und er greift zu. Ist in Ordnung. Was ist, wenn ich mir irgendeinen Magiefilm ansehe? Dann kann ich zaubern. Was soll denn der Blödsinn? Und der schläft hier durch. Wow. Okay. Jetzt ist er um Mitternacht wach, oder? Okay, hier passiert nichts mehr, richtig? Kann ich vorspulen. Haut rein, Jungs. Ja, Wahnsinn. Das hat sich voll ausgezahlt. Das ist hier die neue Umgebung, die Supi-Dupi. Was ist hier? Hast du hingekackt? Was ist? Sind die Besitzansprüche falsch? Au. Ja, wenn das so empört, dann muss er sich gleich übergeben. Was ist denn? Wieso? Also Ekelpatz angesehen und... Was ist passiert? Keine... vor Energie hingefahren. Was? Was ist der Apfelpfannkuchen? Was liegt hier am Boden? Ich flipp aus hier. Wo kommt... Sag mal. Sind hier alle bekloppt? Kann das sein? Sind hier alle bekloppt? Peggy. Räum das weg. Wegräumen. Jetzt schläft sie. Jesus Christ. Räum du das weg. Irgendjemand muss es wegräumen. Was ist mit dir hier? Du bist doch von selber. Righty. Kannst du hier noch futtern? Oh oh, jetzt habe ich sie aufgeweckt, oder? Oh shit. Oh shit. Na gut, so viel Energie muss sein. Und weg damit. Gut, dann sind wir glücklich, richtig? Oh mein Gott, ich hab Ekelbatz nackt. Es tut mir leid. Wollten wir nicht? Warte mal. Nee, das war die andere. Oh mein Gott. Was macht er jetzt? Jetzt ist Mitternacht und er ist wach. Na super, da haben wir ja was angestellt, oder? Jetzt geht er essen. Oh, Jesus Christ, der macht mich fertig. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.
danke fürs Zusehen. Aber es ist schön, sie fühlen sich hier alle wohl, bis auf... Warum klicke ich hier auf Aufräumen und dann tut sie nichts? Diese Frau macht mich wahnsinnig. Das ist ja wie im echten Leben. Ich werde von den Frauen sowas von wahnsinnig gemacht. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.